Moin Leute, ich bin Felix Weiß von Jürgen Weiß Immobilien. Wenn dich das Thema Immobilien interessiert, bist du hier genau richtig. Viel Spaß beim heutigen Video. Willkommen in Uhlenhorst oder wie man auch sagt, auf der Uhlenhorst. Heute möchte ich euch eine traumhafte Wohnung in diesem repräsentativen Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1886 präsentieren. Die Fassade wurde vor ungefähr 10 Jahren saniert, das Dach im Jahr 2020 neu aufgebaut. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man an Uhlenhorst denkt, denkt man genau an so ein Haus. Lasst uns reingehen, ich habe euch einiges zu zeigen. So, jetzt sind wir in der Wohnung und ganz ehrlich, ich bin so happy, euch diese Immobilie präsentieren zu können, denn genau so möchte ich auch mal wohnen. Aber dafür muss ich noch einige Videos drehen. Fangen wir an. 167 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf 5,5 Zimmer. Was fällt beim Boden auf? In fast der gesamten Wohnung wurde kanadisches Eichenparkett verarbeitet und zwar mit einer Nutzschicht von 6 mm. Darunter wurde als Trittschalldämmung Kork verarbeitet, was dafür sorgt, dass dieses Knarzen vermieden wird, was wir altbautypisch kennen. Zu den Zimmern. Wir haben zwei Abstellräume, einmal einen Schuhschrank und einen etwas größeren Abstellraum und dann als nächstes ein praktisches Gäste-WC. Dann finden wir hinter diesem sich perfekt integrierenden und in klassischer Holzoptik gehaltenen Schrank, immer dieses Maklerdeutsche, komm, wir schauen uns das Badezimmer an. Das Badezimmer, 2018 komplett erneuert, mit Fußbodenheizung und individuell von einem Tischler angefertigten Möbeln ausgestatteten Badezimmer, welches sich perfekt einfügt. Hier befindet sich ein Kinderzimmer und dann das so schon wirklich große Schlafzimmer. Die Besonderheit ist hier, dass die Eigentümer, die hier mit drei Kindern wohnen, sich dazu entschieden haben, die Räume voneinander zu trennen. Und zwar mit einer Leichtbauwand, die auf das Parkett draufgesetzt wurde. Das heißt, die Trennung ist relativ einfach wiederherzustellen. Und wenn wir uns vorstellen, dass das ein großes Schlafzimmer ist und man seinen Tag mit einem Morgenkaffee und diesem Blick ins Grüne beginnt, wow! Als nächstes zwei ungefähr gleich große Kinderzimmer. Und was fällt auf? In jedem Zimmer ist hochwertiger Stuck verarbeitet. Und jetzt zu den eigentlichen Highlights dieser Wohnung. Wir befinden uns in der Küche, die von einem der Kinderzimmer in diesem Bereich der Wohnung gezogen wurde, weil die Idee war, Kochen und Essen direkt miteinander zu verbinden. Eine große Kücheninsel in Holzoptik, dann hier viel in Weiß und Schwarz gehalten und das Highlight hier, der La Cornue Luxusherd. Mit zwei klassischen Backöfen, Dunstabzug und dann ein ganz traditioneller Kachelofen. Und wenn man die Bereiche doch voneinander trennen möchte, bestehen noch die originalen Schiebetüren. Und jetzt mal ehrlich, habt ihr schon mal so ein Wohnzimmer gesehen? Drei Meter hohe Decken. In weiß geöltes Eichenparkett. Stuck, dass man fast eine eigene Reportage darüber drehen könnte. 2014 wurde in der gesamten Wohnung von einem renommierten Stuckateur der Stuck aufgearbeitet. Und wenn man aus diesem Erker über Uhlenhorst schaut, es ist unglaublich. Willkommen im zweiten Wohnbereich der Immobilie. Dieses Zimmer wird, wie man unschwer erkennen kann, als Kreativbereich genutzt und kann bei Bedarf durch die Schiebetüren perfekt abgetrennt werden. Hier ein originaler Kamin. Die traditionelle Nutzung ist leider nicht mehr zulässig. Dieser wurde aber elektrifiziert, sodass er bei Bedarf trotzdem Wärme spendet. Und abschließend der Balkon mit Blick über den Hofweg. Dann noch ein paar Zusatzfacts. Die komplette Elektrik der Wohnung wurde erneuert, eine Alarmanlage ist vorinstalliert, ein Tresor verbaut, es gibt einen privaten Kellerraum mit Stromanschluss und eine Garage kann im Haus gegenüber angemietet werden. Und abschließend noch ein paar Worte zu Uhlenhorst.
Uhlenhorst gehört zu einem der beliebtesten Stadtteile in Hamburg, ist in unmittelbarer Alsternähe gelegen, nahe des Mühlenkamms und bietet ein großes Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Kitas und auch Schulen. Die Hamburger Innenstadt ist nur ca. 10 Minuten entfernt und der Flughafen 20. Gerne schicken wir euch bei Interesse weitere Informationen zu dieser wirklich besonderen Immobilie zu und zeigen euch diese vor Ort. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bin relativ neu in der Social-Media-Welt und versuche in der eher konservativen Immobilienbranche neue Wege zu gehen. Wenn du noch weitere Ideen oder auch Tipps für mich hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Ansonsten auf zur nächsten Immobilie.